Hallihallo, der Marc von Busy Stubin ist da und bei mir ist die Janine. Busy Janine. Oh, wir müssen die zweite Kamera anmachen, Nico. Ich mach, was ich will. Machst du denn gerade die Kamera? Ja. Stopp mal hier. Pause, ich bin noch nicht fit mit meinem Equipment hier. So, also hier auch nochmal fürs 360 Grad Video. Hallihallo, der Marc von Busy Stubin ist hier. Das ist auch nochmal die Janine, die gibt dir nochmal die Hand. Wenn man halt doppelt und dreifach drauf macht, nichts. Ich filme momentan mit zwei Kameras, weil wir da ein bisschen experimentieren. Das erste Video ist damit natürlich voll kacke geworden, das war mir klar. Ich habe es trotzdem online gestellt, weil mich einmal das Interview wirkt. Und da hat es geflackert und geblitzt und alles Mögliche, da hast du Augenkrebs bekommen. Ich wundere jetzt, dass jemand überhaupt angeschaut hat, aber das wussten wir natürlich nicht. Ich dachte mal, komm, wir haben die Leute was zu schimpfen und zu schreiben. Und jetzt. Werden immer besser. Ich glaube, dass wir langfristig mit der GoPro filmen werden. Ich habe mir sogar so ein Schulterding gekauft, wo ich den in Zukunft hier drauf machen kann. Weil ich glaube, das ist das Coolste, wenn die Leute quasi dann wirklich die Perspektive verfolgen können. Weil Brustgurt, wenn ich die Hände davor habe, siehst du aber nichts. Ist nur die Arme und Schulter, ist glaube ich immer so, dass du alles siehst. So, Janine ist hier, weil du ein Zungenband gehabt. Das Zungenband-Piercing habe ich dir gestochen. Da gibt es auch ein Video dazu. Wenn man das anschauen will, findet man das bei uns auf meinem Kanal. Wann ungefähr haben wir das gemacht? Letztes Jahr im Jänner ungefähr. Also lange her, da müsst ihr so gucken. Jetzt ist, heute ist der 3. Dezember 2019, letztes Jahr im Januar war quasi dann 2018. Also dieses Jahr, doch dieses Jahr. Dieses Jahr 2019, also ja. Da müsst ihr gucken, dann ist es irgendwann zwischen Januar und Februar, müsst ihr wahrscheinlich online gekommen sein. Ja. Gut, also. Und hier ist Folgendes passiert, du hast damit dann, sag ich mal, gespielt, rumgemacht. Ja. Und dann ist der wirklich ausgedehnt, dann ist der quasi immer rausgeflutscht, oder wie? Ja. Aber nicht gerissen. Nicht gerissen. Und das Loch ist wieder zugegangen mittlerweile, ja. Oder? Und Nasenbildchen stechen wir auch noch. Und ich habe damals sicherlich gesagt, das ist mein Standardsatz, ich sage ihn nochmal, ein Zungenbandpiercing ist kein Ersatz für ein Zungenpiercing. Problem ist, dass viele Leute halt denken, oh, ich habe kein Zungenpiercing und dann spiele ich mit dem genauso für ein Zungenband. Das kann man, kann ich viel damit spielen, aber das hat den Nachteil des Ausdehnen. Also bitte, bitte nicht mehr machen. Ja. Dann lieber ein Zungenpiercing stechen, okay? Wäre besser. Also ist schade drum, das kostet ja auch alles Geld. Und auch Zeit. So, das Zungenband haben wir jetzt schon betäubt. Das Nasenpiercing können wir leider nicht betäuben, da bist du ein bisschen nervöser. Und das wirst du mit dem Stecker haben, oder? Aber später optimiert für Ringe. Mhm. Der Mann ist dann so, dass man später auch einen 8 mm Ring reinkriegen kann. Das passt dann perfekt. Machen wir gleich so. Das Zungenbandpiercing mit einer Banane, nehme ich an? Ja. Offen mit Glitzerstein oder ohne Glitzerstein? In Weiß? Ein Hellblau und ein Rosa gibt es. Nasenpiercing auch noch weiß? Ja. Nasenpiercing welche Seite, Janine? Links. Alles klar. So, weiß, 8 mm. Gut, schau her. Also, 8 mm Bananenfarbe, Nasenpiercing mit weißem Stein und die Zange mit 3 mm Kugel für die Zungenbahn. Ja? Alles okay? Mhm. Gut. Du weißt, liebes Nasenpiercing, Sauna, Dampfbad, Solarium die nächsten 3 Wochen. Mhm. Haare waschen, duschen und Sport. Jetzt ab morgen wieder erlaubt und Haare färben und sowas beim Friseur. Ja, aber bitte nicht zu Hause, weil über die Nase sollte hier quasi das, die Farbe nicht rüberlaufen. Das ist ja immer schlecht, wenn die da runterläuft. Ja, das wäre wichtig. Gut, dann nehmen wir mal Anzeigen der Nasenpiercing noch und ausmessen, weil du willst später einen dünnen Ring tragen. Wenn du den dünnen Ring tragen willst, müssen wir es quasi auf 6 mm Abstand stechen, sonst wird das, klappt das nicht und das machen wir jetzt nach. Okay? Gut, dann messe ich dir das mal kurz aus, zeige es dir kurz an und dann zeige ich dem Spiegel und sagst, jawohl, das ist es. Dann machen wir es so, wenn nicht, dann verändern wir es nochmal. Okay. Wobei, du musst jetzt erst in mir ein bisschen vertrauen, weil wenn du eben die Option haben willst, dass auch Stecker reingehen und Ringe, dann musst du mir ein bisschen Vertrauen schenken. Okay. So. Welches Pinsel soll man dann zuerst stechen? Ich darf das Nasenpiercing. Du willst ihr Gesicht sehen. Und versteckt sich die Freundin. Die Körper sich über die 63 Grad kann man richtig fies zeigen. Aber sie versteckt dann Nase nicht versteckt. Hast du keine Piercings? Willst du keine? Ist ja jeder wie er will. Von der Nase hast du von der Form. Eine schöne Nase für Nasenpiercing mit Riemenspringer. Das passt gut. Jetzt zeig ich dir mal an.
Wir dürfen halt nicht so weit hochgehen. Sonst wird der Ring irgendwann XXL und dann sieht das einfach nur scheiße aus. Dann trägst du nicht. Also wir müssen, wenn wir einen Ring haben, mit bei dem Abstand bleiben, den ich jetzt aufzeichne. Und auf der Zeit. Ich gehe in meinen Wert entspiegeln. Was meinst du? Also was noch in die Richtung. Ich wusste, dass hier vorher kommt. Also das Thema ist folgendes. Gehen tut viel, ich kann alles machen, was du willst. Aber mit dem Ring, ja, stimmt. Ich erkläre es dir kurz am besten am echten Modell. Also, wenn ich einen Ring haben will, der hier anliegt und 8 mm groß ist, dann ist der zwangsläufig da unten. Du hast von der Nase, deine Nasenflügel, die Falten, die da drin sind, die sind bei dir, diese Grübchen, die sind bei dir wesentlich weiter oben. Deswegen auch hier würdest du sehen, der Ring, der Stecker wäre weiter oben als der Ring. Das ist bei unserem Modell auch. Ja. Und bei dir ist auch so ein Trade-off. Also natürlich gibt es, Problem ist, wenn ich den Ring höher mache, dann wird der Ring einfach scheiße aussehen. Da sieht man einen Unterschied. Nase ein bisschen mit Stecker ist immer höher. Also es ist ein Trade-off, either or auf Englisch. Entweder oder. Wenn du sagst, ich möchte beides können. Eigentlich nur den Ring. Mir geht es eher um den Ring. Wenn es dir um den Ring geht, vertraue ich. Dann lass es da. Ja. Wenn du sagst, ich will eigentlich nur Stecker und vielleicht meinen Ring, wenn ich ein Halloween irgendwie, ja, dann bitte nicht. Dann lass es, dann machen wir es weiter oben. Aber wenn du es für Ringe tragen willst, ja, dann bitte lass es unbedingt so. Weil sonst ist es komplett für den Arsch. Können wir es leider lassen. Okay? Ja. Gut. Vertrau mir da, da weiß ich schon, was ich mache. Ich mache das eigentlich das erste Mal. Das ist das zweite, das dritte Mal. Gut. Jetzt, ich glaube, ich frage es zum 100. Mal heute. Zungenband zuerst, Nase zuerst. Was sagt? Ist ganz egal. Sag du es. Übrigens, jetzt habe ich den zweischläufig drauf, jetzt habe ich die Kamera geändert. Nase, ja. Also du bist zweifelhaft ein bisschen drauf, ja. Aber wenn du, dann machst du wenigstens ein lustiges Gesicht, wenn du dir ein Bild steckt, dass du auch die Freude dran hast. Also Nase zuerst? Ja. So. Entschuldigung jetzt, aber du nicht, was sagst du, dass ich sie entscheiden, ne? Bist nicht böse, ne? Ja, ich bin nicht böse. Aber. Gut. Okay, okay. So, okay, okay. Dann machen wir gerade zuerst. Ich würde dann danach eigentlich nonstop das Zungenband stechen, dass wir eigentlich im Endeffekt alles auf einmal hintereinander weg haben. Einverstanden? Ja. Das fühlst du dich wie Michael Jackson, der hat einmal 50 Kameras um dich rum gehabt, ja? So. Gut. Gut, also los geht's. Entspann dich, du bist voll angespannt gerade. Alles wird gut, alles wird gut. Ich merke gerade richtig, du arbeitest mir leid. Der geht richtig das Adrenalin durch. Ein bisschen, ja. Ja, das ist schon. Aber ich verspreche dir wirklich, es ist vollkommen easy. Auch die Nase, ganz, ganz sicher. Kein Problem. Schaffen wir alles. So, zieh mal den sterilen Handschuh die an und dann geht's schon los. Geht schon los, ist eine kritische Angelegenheit. Wie lange hast du das Zungenband gehabt, bis das war mit dem Rausreißen, Rauswachsen? Ich glaube knapp ein halbes Jahr. Nicht so lang. Leider. Hast du viel damit Ja. Hast du zwischen den Zähnen nehmen können wahrscheinlich, ja, oder? Ja, das ist gut. Ja, das ist halt immer angehört, man hört auch ganz schnell wieder auf damit. Also wenn das neu ist, darfst du gar nicht anfangen mit dem Quatsch, ja, gell? Der Klipp und Klage, dass du einmal wieder reinkriegst vom Gefühl, dieses, dass du das machst, dann geht dann gleich weiter. So. Kurz nach hinten fahren. So, mach die Augen zu. Mhm. Ganz ruhig, alles gut. Das ist nur das Röhrchen, alles wird gut. Kannst locker dein Gesicht liegen lassen. Genau, nicht nach. Das war's schon. Super. Und, war's okay? Aha. Ach, schon. Das war's schon. Alles okay? Oh. Ist gut gemacht. Dankeschön. Super. War jetzt nicht so schlimm, oder? Nein, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Das siehst du. Die Träne kommt ganz normal. Das ist immer so, die Leute sind traurig, wenn sie wieder nach Hause gehen müssen, wenn sie mich so gesehen haben.
Du kannst jederzeit wiederkommen und eine Autogrammkarte nehmen. Ja, du musst nicht traurig sein. Nein, Spaß beiseite. Das Klicken ist nervt, das ist einfach fies. Auch beim Sektum, ja. Genau, das wird auch nur das Auge rot. Das ist ganz lustig bei dir. Man sieht wirklich, das eine Auge ist rot, voll rot, andere ist voll weiß. Es ist wirklich, wie wenn der Augenbrauen nur auf einer Seite zupfst. Ja. Das ist typisch. Also es geht auch da wieder weg, reg dich da gar nicht drüber auf, ist in 2 Minuten wieder rum. Wir machen gleich weiter, oder? Ja. So. Okay. Ganz locker. Ich sehe noch, wo es... Ich kann es ja ahnen, wo es war. Okay. Lassen wir mal kurz, perfekt. Irgendwas pfeift, ich habe schon Angst gehabt, dass du das bist, der aus dem letzten Loch pfeift, aber du pfeifst offensichtlich nicht. Oh. Den Hund dabei irgendwas. Hier winselt doch irgendwas, ne? Also wusst doch, schau. Dieses Geräusch nach Frauchen rufen. Schneiden wir noch ein bisschen auf, bitte. Passt, okay, ist drin. So, wenn du möchtest, einmal ganz vorsichtig schlucken und den Mund einmal zumachen. Wenn ich viel mache, dann rutscht es uns raus. Passt, danke. So, jetzt steckst du die Zunge bitte raus. Richtig raus, ja. Mund ein bisschen mehr auf, wenn es geht. Danke. Bin gleich fertig. Mhm. Geht's? Mhm. Okay, Mund noch einmal rauf, letztes Mal. Passt, das war's. Super. So, wie fühlst du dich? Ganz gut. War es jetzt so schlimm? Nein, überhaupt nicht. Super. Dann darf ich dich bitten, wenn du magst, mir einmal das Ganze in der Kamera zu zeigen. Und auch dein Zungenband. Jawohl, da sieht man's. Dann machen wir einmal nochmal für die GoPro das Ganze. Und einmal Mund auf einmal. Jawohl, da sieht man das auch sicherlich gut. Super. So, jetzt machen wir das Equipment zurück. Ich gehe nochmal der Vollständigkeit halber einmal die Pflegeanleitung und alles drumherum durch, dass das klar ist, wie das funktioniert. So, die Gebäude sind einfach kurz da stehen, die stürzt irgendwie ein Tick hin. So, also, erster Schritt soll natürlich sein, du tust deine Hände bitte waschen, desinfizieren, das weißt du eh. Wenn die Hände gewaschen, desinfiziert sind, startest du mit einer normalen Pflege. Als Pflegebeginn nimmst du den Frontolint. Spray, wo haben wir den da? Kann es auch sehr, sehr schwer machen hier drin. Ja, wirklich. Pondelin-Spray zuerst einsprühen, du weißt, 2-3 Sprühe reichen aus, auf die Nase drauf, außen und innen und damit bitte einwirken lassen, 30-40 Sekunden. Danach nimmst du die Küchenrolle machst du feucht und wischst die Nase sauber außen ab und auch innen drin, ich schreibe dir das jetzt aber alles mit seinem Lauf. Zum Schluss Pondelin-Gel nehmen, vom Gel einen Tropfen nehmen, wirklich wenig, weniger ist mehr vom Pondelin-Gel, einfach diesen Tropfen auftupfen, außen und innen rein und den Stecker sanft bewegen. 3 Wochen machen wir das 2-mal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag. Für den Mundbereich brauchen wir das Pondelin Mundspülung und Mundspray. Die brauchst du bitte auch wieder beide. Komplett ist im Endeffekt brauchst du alles. So, Mundspülung, Mundspray. Vom Mund, Mundspülung 1 Minute lang ausspülen, nach 1 Minute lang ausspucken und nicht sofort mit Wasser nachtrinken. Vorher die Zähne gründlich putzen. Nicht nur morgens und abends machen, nach dem Zähneputzen. Pondelin Mundspray in der Hosentasche immer dabei haben und nach allem, was du rauchst, trinkst, isst und küsst, den Mund damit quasi aussprühen, das ist immer ganz gut. Rauchen tust du eh nicht, glaube ich, oder? Gut. So, also das ist gut. 3 Tage, wenn wer besser man würde nicht rauchen, für alle, die rauchen. Ja? Alkohol weglassen 3 Tage. Also sagen wir den harten Alkohol weglassen, vor allem mit Wodka-Standard spielt das Ganze an. Wenn du einen Schluck Prosecco trinkst oder einen Schluck Bier, würde ich das nicht umbringen, aber wenn du ein bisschen sanft unterwegs bist, ist es besser. Rumknutschen, andere Experimente damit am Anfang nicht und spiel bitte nicht rum diesmal. Den dünnen Ring machen wir in 6 Wochen bei der Nase rein und das Zungenband wechseln wir in 6 Wochen auch einmal aus. Dann du könntest es rein theoretisch früher wechseln, wenn du willst, aber wenn du sagst, du kommst in 6 Wochen und damit dich nicht störst, dann machen wir es dann 6 Wochen. Hast du Fragen? Eigentlich nicht. Gut,
Dann sage ich schon mal danke dir, dass ich nochmal kommen. Diesmal brav sein, nicht spielen. Danke euch fürs Zuschauen bei dem Video, bei dem Video. Und dann sind wir weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und muss mal abschalten, die Kiste. Einmal. Und hier.